Tag 29 an Haut ist der Tag von der Entscheidung vom ganzen Spiel von Splatoon 2. Blind Let's Play geht vielleicht an die letzte Part. Ich betone vielleicht. Und mir geht ganz gemütlich an das Final, so sieht es wie es soll sein. Und da gehen wir jetzt mal gucken. Also Haut. Gehen wir den Endboss Eisenk hier 4 holen. Und wir packen noch nicht, das sehen wir in den nächsten Minuten. Kann ich ja mal just hoffen. Also, hier das Rest, den wir so gefangen haben, wir sehen ganz, ganz originell. Wir haben eine Heldenwaffe an der Hoffnung, wir können sie auch benutzen. Wir gehen an Zone 5, wo wir erst waren, 27. Gehen wir jetzt hinsetzen und dann gucken wir mal, wie du hinzukommen. Ob der Kunde einfach weh ist, weiß ich doch nicht. Das wäre natürlich zu hoffen. Das wäre natürlich auch logisch. Also. Von Hai. Das geht, voilà. Okay, dann gucken wir mal, ob wir da hinkommen oder nicht. Ich meine, wir müssen die geringen Flaschen hören. Also, die mögen heute ein hier ein schönes Lash drum. Guck mal so. Können rüber? Ja, können wir. Okay, und dann. Schluss noch ein Kehr für rüber zu gehen. Voilà, und so können wir bei den Endboss, aber wir gucken uns das hier an. Nämlich Bomb Rush Blush der Herzen. Okay. Interessante Nummer. Motiviert mich da ranzugehen und denken. Wir gucken uns ein Kehr für die letzte Kehr hier alles an. Mal gehen wir ran. An den letzten Fight. Vom Spiel. Mal gucken, was dabei rauskommt. Eieieiei. Heldenwaffe, voilà. Da hätte ich mir schon mal gedacht. Das Modell kann nur mit mir heu. Ein Arena? Fragezeichen der Tischt. Aus der letzte Boss nämlich so abgebaut wie demals. Mal gespannt. Aufs geht's unter seiner Arena, wie geil. Geh mal da mal hin. Ganz, ganz los. Wie geil. Der Tisch, da hast du Arena-Fight. Von den Fights. Und das sieht nicht gut aus. Ist das. Aus der Tajoli? Bitch, please, was das erste Gin. Ich habe noch gesagt, dass es soll kommen. Aber wieso nehmen? Ihr lust mal, dort mal kein Schwagel los. Da muss ich eben nur erst zwingen, mich herauszulassen. Hi, DJ. Ja. Okay. Interessant. DJ Octave für Chaioli Octarian Amix. Okay. Hier könnte DJ Octario. Umf, schön Chaiolis Gehirn geremixed. Geh mal las Bomb Rush Blush. Das ist ja keine geile Musik wahrscheinlich. Fette Beats, yo. Okay. Und das müsste nach dem System sehen. Voilà. Ja, doch. Das ist der Nervous System wie Demos. Okay. Pulsschlag krass, Zahnspritz, Ohrberg. Oh my goodness. Okay, 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 das ist. Voila. Geil, Musik im Shit verfall. Wahrscheinlich kann man einfach nur ein ganzes Musikstür haben. Ich denke, man muss einfach. Voilà. Der Tisch ist schon eng von. Ach. Ah, Juli, ich sehe nicht. Du musst dich daran erinnern können. DJ. Los ist krachen. Los ist fluppen, der Plitzbösch. Uff, geht klar. Also auch DJ Octarius, bis nach hier kommt, der Tisch mir schon Checkpoint erreicht. Heute hat er doch um drei Passagen heu, ist sie gespart.
Okay, du gehst dann ein bisschen nach Klutsch, guck dann kann man drüber, möchtest du es halt nach Neisch? Da können da bis. Kannst du die Dinger aufschießen? Ja. Autsch. Wow, okay, das ist aber interessant. Da muss man schon ein bisschen mehr im genauen Detail gucken. Also, ein bisschen überrascht, ich habe mal ein ganzes Level auf 4 gestellt. Voilà. Wir können das bisher. So, und da können wir das für die machen. Nein, kann man nicht. Das ist also ein bisschen so wie Strudel-Labs, okay. Ja. Besser am Aufwerten, also. Nach Bombenhaar, oh shit. So, ja, mal einfach. So, das ist, du kannst ein bisschen neu aufkehrt in der Arena. Und geht aber dort drauf. Farbe, wirklich ganz im Limit gewesen, im Ganzen. Aber das ist gleich tot, nimm mal. Oh shit. Da muss noch passen. Kann ein Dusch, okay, das ist gut gemacht, also. Nee, nachher mal überrascht. Du kannst ja auch nicht dann vom Ganzen sehen. Aua, oh, ja. Okay, also eins so ein bisschen komisch, das Ganze. Natürlich, gesehen habe, ich war nicht mal auf, hier können oder so. Wow. Look, da ist immer ein Boden. Und lo? Kein Auto. Das sind es. Wie geil, lo geht das ab, ey. Lo geht das richtig ab. Oh, shit. Wie geil. Typno-Sonnenbrille war das also. Es geht eben nicht, was ein Schuss mit der Tail entlöst. Oh. Lo Nummer 4. Solange der Uli benommen ist. Hol dann DJ Octario 4. Also das ist dann doch schon wahrscheinlich schlechter Punkt. Elende Narren. Erzengt, okay. Oder haben wir noch einen Trafikrut? Oder das geht auch, okay. Na, natürlich muss man den Strudel passen, ne? Okay, dann geht ein bisschen. Oder? Also, das ist ein guter Battlekampf. Oh, das war knapp. Aber natürlich muss ich noch so eine kleine Schutzweste überhaupt zu kriegen. So ein Donation mal an. Voilà, war da nur der Schluss? Mein Kopf, also mein Kopf. Es klappt, das ist Gelegenheit. Aber ich erinnere dich. Das ist genau als Musik. C-Science, ja, ja. Ich erinnere mich. Juhu, und kein Driver gesprungen. Ah, nee, wirklich. C-Science sind zurück. Und geht auch auf hier, okay. Also, laut Goldfischkanone. What the fuck ist das da? Ein umgebaut Goldfischkanone für dich. Hals hat er gedreckt, um es abzubauen und dann loszulassen. Da weiß ich, wie die Goldfischkanone auch richten kannst. Letzte Checkbox, es geht um ein Kaffee. Okay, auf wo warst du hin? Okay, geht also los. Wow. Die ist mit Gillon lasten. Autsch. Da muss man ein bisschen gucken.
Die ist hier dann hier sprangen. Voilà, okay. Fuck! Das da verstehen wir nicht. Da gehen wir nicht ins. Muss mal eine Fermo passen, gell? Fuck! Hat er nicht gedacht, immer da. Und dann gehen wir Game Over. Wir haben 10 Minuten gespielt. Wir gehen da noch ein paar probieren direkt. Die schlechte Passage, da merken wir, dass der Goldfisch, dass der Erfahrung fehlt. Aber im General, der Bossfight war wirklich gut. Und eben die letzte Passage, etwas komplett Neues hier, warum das und Goldfisch denke jetzt mal dran gebaut wird. Also. Wir probieren natürlich ein paar, da geht dann vielleicht eine halbe Stunde Part und wollen nicht verzweifeln. Ja, das weiß ich. Hat man die Waffe müssen hören, also. Der Schluss das rum konfus und das genau das geschieht mir. Dass sie das wirklich abbauen, was ich am meisten gern hat am ganzen Let's Play, nämlich vier eben dummer da hin und her zu sprangen. Ich lese nicht den Text leider nämlich vier. Ich gebe so und dass man das so ein bisschen probieren, weil der Blind Let's Play ist. Mit Story. Einen guten Aufschluss, aber gut, natürlich hat er sich nur erwartet, dass er im ganzen Level könnt. Voilà, DJ loset Krachen drin. Man muss mal mit taktisch nach der Schlüssel sie wollen, ja. Voilà, DJ Octare Ficcioli, das hat auch schon alles. Jupp. Ja, das Gehirn remixt ist mal für Sonnenbrille abgedauert, weil ja klar, dass die Sonnenbrille auch zum Vier scheinen kann, ne? Also, natürlich, dass du Bossfight im Sinne von Battle in einer Arena geht Splatoon wirklich durch ganz andere Weh, werde ich auch gut fanden. Natürlich, du musst mit der Waffe schießt, hier alles auf. Oh, mit dem Sniper, das ist eine Katastrophe. Ich meine, da Gedanken, man. Weil, wenn du willst, 1000% und dann einfach so, zu so ein Kleid hier auch. Voilà, das war schon schlecht. Da musst du wirklich, alle Waffen gut beherrschen. Boah, natürlich, die drei Passagen sind noch nicht gerade so schwierig. Ja, musst du schon mal erinnern. Ja, all Passagen aus dem Spiel könnt auch natürlich zurück. I am Boss Level, Boss Fight. Hat er so ein gut gemacht. Oh shit, das hat er nicht abgepasst. Ach, an die Kassen einmal. Ein bisschen doof. Also es ist immer wirklich solo nicht viel, weil ich das halt auch kann, aber die ganze Zeit Gedanken machen, wie das Tenno soll laufen. Weil das Problem ist, also der Goldfisch, ich kann ein bisschen spielen, klar, aber mit dem noch nie gesprengst, oder? Das ist aber eine Schärte ganz. Wir müssen noch ein paar der Kette durchhängen. Und da ist eben noch klar. Na, damit. Und wenn der Teil scheitert, da sowieso, kannst du wahrscheinlich kein Wagen. Da gehen ich mal. Hab's das erste Mal wahrscheinlich. Ich mache mal Gedanken zum Ganzen und dann gucken wir, was Herrn zu machen.
Der ist schon ein bisschen krass, wenn ich aber beim zweiten Teil schon viel kriege, ne? So. Könnt ihr wirklich viel länger, ist auch der gefahren. Das schon bald sehe ich, wie Rocket League kann, das ist doch das, gell? An den 8. Ich weiß nicht, wie ich die ganze Zeit dabei ist. Den Schuss vom Joa, kabum. Und du musst dir halt vorstellen, hat das dann aber auch in Inkling, hat mich dann aber auch im Respawn-Welt getroffen gehen. Das ist ein bisschen komisch, die Geschichte. Außer, das steht dort über den Inkling, also anscheinend, ne? Gut. Wir gucken mal, dass hier einer zu kriegen. Natürlich, da kommen die Drehungen durch Bot. Also, der Teil ist wirklich mit allen Waffen ein zu spielen, das ist nicht schwierig. Weil ich eben nur muss gucken, als für die letzte Passage zu kriegen. Und der Teil ist nochmal, wie gesagt, blind, am Sinn von, wenn man nicht versucht, den Logo sieht, und der Teil so direkt droppen zu beten. Ah, das war ein Blödsinn. Da ein bisschen aufpassen. Kommen Cookies geflohen, was da doch immer soll sehen. Oh Gott, das war doch ein bisschen Quatsch. Mehr atmosphärisch, ein guter Bossfight, da steht Verfall. Und ich bereite ein bisschen, dass ich Kopfhörer und weil ich die Musik auch so ein Kino lauschen. Das war eine gute Chance und hat drehen, dann drehen zu öffnen. Und gut, dass es doch geklappt hat. So ein Kerl, shit, die Dover gut platziert, mal lieber, Jolie. Du wirst halt meine Taktik, der kannst du. Der Time ist doch gut gehen. Das wird, wieso ist der Dollar noch nicht gegangen? Okay. Hat das genug Zeit zu immer für Dosisch? Da wird so ein bisschen Knabbel oder so, aber wir gehen nochmal ein Kerl rüber. Könnt ihr noch mal, ich weiß nicht. Ich hatte ein bisschen lach, weil ich selber den Damage gemacht habe. Voilà, die geht wieder zurück. Ich kann drum um 94 Nuss und voilà. Hallo, eben die Großro. Weder Lauf hier geht zu öffnen. Voilà, wir erinnern uns an die guten Zeiten. The Comeback von der Sea Science. Wie das dann einfach durch im Instant River springt. Also komplett behol, so ein. Ich soll so ein. Ein Bild und dann geht das los. Also Gehirnerschütterung heißt das eigentlich, ne? Sie sind zurück, und dann gucken wir mal, wie wir es hier lesen sollen, für vielleicht das dort zu Schluss zu bringen. Schön drei für sich. Für mit dem Gold, mit der Goldfischkanone eins zu gehen. Ja, also schon mit allem gerechnet, aber nicht mit dem Heido, wo es sind sie mich überrascht. Und das ist der, der schon Avis Platoon spielt. Himno, okay. Wir sind dann über der Arena. Okay, wir probieren mal das für ein bisschen uns gucken. Okay, das hat geklappt. Okay, das ist mir noch verschüsst. Und die Luft gesprungen. Autsch. Du bist besser schon wie Laschkerne, das muss ich mal lassen. Das ist einfach die Luft sprang der richtige Moment. Und eben hoffen, dass wir das so treffen können. Ob das so lange geht, wie das auch nicht. Bisschen schlecht.
weil er mir genau ist fest hat, weil er wichtig. Ah, fuck, man. So, das war wichtig. Komm, 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 komm. Kein ist zurück. Ah, nicht verlieren sie da drin. Ah, nicht verlieren sie drin direkt. Holy shit, du gut. Du gehst ja randommäßig. Das war richtig gut. Fuck, das war im Schlacht. Das war ein guter Treffer. Und Hümmert gepackt. Wert ja nicht. Komm mal hier rauf, ja. Muss ein Kiefer wahrscheinlich rauf treffen, ne? Au, oh, da du hast nice gemacht. Holy shit. Da geht dann der Goldfisch drauf geknüpft. Umf. Unmöglich. Wei. Das tut kein Schott der Kopf gelesen. Das war wohl alles zu viel, ja. Und da mal da. Beim zehnten Versuch. Packen wir das. Voilà, und dann gebe ich so, kommen noch Credits. Es sind zufrieden, dass ich beim zehnten Versuch gepackt habe. Und mehr, boah, okay, Credits haben sie von mir gesehen, oder wenn es zurück ist. Aber wir gucken uns das an, mit den News. Da sind wir, mein Kaya. Zeit für das Neues aus Inkopolis, direkt von Ort, von der Inkopolisplatz. Abgepasst, heute kommen die Arenen. Okay, merci. Aber zuerst unterbrechen wir das Sende für eine falsche Nachricht. Wie wird? Der riesen Elektrowelt aus dem Do. Dann aus dem Do. Oh yeah. Das ist cool. Ich muss direkt ein Foto machen. Das kann ich auch noch mal. Guck, klick. So, das hätte ich müssen sehen. Also, irgendwie hatte ich die auch in Erinnerung. Jo schon, da war doch nicht immer, der war doch nicht immer so, oder? Also, nicht ein bisschen gerne, dass mir hälzig gehen, ne? Naja, weiter am Text mit Marinen, Standard, K. Wert, Marina, halt Rand. Da könnte eine brandheiße Meldung ran. Schöner Günnisch gesucht. Popstai Olias Oremdo. Ach du, ach mein dicke Karpfen. Ay, Olias Oremdo, das ist mal etwas Neues. Wert für Glück, ich hatte schon Angst, das käme nie mit zurück. Gut. Das der Mdo war, sei Oli, ohne Idee, hat man ja gar keine Konkurrenz. Aber wirklich, C-Science geht nicht mehr zu zwei. Feier mal da mit einem neuen Song. Du hast genau das richtig. Nächster Musikwunsch von einem besonderen, knusprigen Zuhörer. Er wünscht sich neue Lied von der C-Science fresh dort. Okay, dann tun wir da mal zu den Credits. Splatoon 2. Ich muss wahrscheinlich auch los ZR drücken, ne? Voilà. Der Teil geht auch noch einmal wie Laschke, also wir können ein bisschen noch. Sie sind wir schleißen, das war also dann. Mal sehen, wie wir gemerkt haben. Splatoon 2, The Story Mode. Und, weil der Teil alles frisch ist, ist ein bisschen kompliziert, hier möchte ich nur Fazit vom Spiel zu zeigen. Aber, das Fazit vom Spiel ist, wie gesagt, folgendes: Es ist gewaschen gehen. Es hat nicht auf viele Passagen gemerkt, dass da teilweise viel zu viel gefehlt hat und neue Innovationen. Wahrscheinlich auch den Hocken als Nintendo-Fan aus, dass du nicht gewinnt bist, so schnell ein zweites Spiel von einem Spiel zu kriegen, also eine Weiterfeierung. Was Splatoon geht Nintendo neu weh, ob das der richtige oder falsche wäre, das muss man lieber in Zukunft sehen. Wenn mich ehrlich froh, ich gif. Et aber rekommandieren, als das für Splatoon 3 aber mehr Jahre zeitlos, wie lo das heute Fall war. Nur eigentlich nur 2 Jahre schon direkt an den Spiel zu knüppeln, war nicht so ideal. Lo zum Bossfight, auch wenn ich lo die zweite Versuche ins gepackt habe, nachdem ich die keine Dienst gesehen. Ziemlich gelungen, ziemlich innovativ, mit vielem heute gerechnet, aber nicht mit dem Toten, und einfach so die 10, da zum Schluss der Goldfisch noch angebaut wird. Wo kann natürlich diskutieren, aus der Lore ein Zeichen von nicht Innovation bei Nintendo. Aber ich denke, das ist ihnen gelungen. Natürlich, Kritikpunkt, der Bossfight ist aber ein bisschen kurz. Ich will gar nicht wissen, wie der Cocktail oder erst gesehen hat.
Ich meine, wenn ich schon gesehen habe, ich habe eine halbe Stunde am ganzen Abgang mal zwei Versicht, da werde ich bei 10 Minuten gewischt sind pro 2. Dann ist er ein bisschen wenig, aber als Spiel soll ein bisschen sein klein schön. Und ich denke aber, mit Splatoon 2, gerade für Nintendo Switch ist so eine Konsole, die dominiert mittlerweile. Und so etwas Gutes erreicht. Vorher ist natürlich noch, kennt vieles noch, auch mit den DLCs. Dann habe ich Let's Play Halo ab. Schön am September der Teil abgeholt, der ist Teil am Dezember recht, weil ich ein bisschen viel geschafft habe. Und mein Let's Play hält nur den Moment ab. Der Test hat ja also Schluss. Groß Ausrufezeichen außer, es gibt selbst komplett neues Rackkommen, da gebe ich noch ein, zwei Parts einfach da drinnen. Und handelt der Story-Modus drin hängen. Der Test bleibt bei 29 Parts nur stehen, respektiv hängen. Es ist auf dieser Platz ein großer Merci den Leuten, die das bis zum Schluss verfolgt haben, die dem Spiel eine Chance geben, für das Spiel auch zu gucken, egal ob sie es selber gespielt haben oder nicht. Das ist natürlich ein bisschen traurig, wie das Ganze bei Team Let's Bücher ausgegangen ist, im Sinne von, wir spielen nämlich kompetitiv, just for fun, just nach. Aber ich selber werde noch auf der Switch auch Splatoon 2 viel spielen, bis ich Level 50 sehe und die Spiele aber gute Erinnerungen haben. Weil das muss ich bewusst sein, es sind eben die wirklich schwierig. Also Schwierigkeiten nicht im Sinne von, dass ich auch bei der Story von einem Spiel drüberbleiben. Bei Splatoon, sie hat Splatoon 1, schön gepackt und schön durchgezogen. Und eben habe ich nicht gemerkt, dass der Blind Let's Play war. Und ich hoffe, dir hat natürlich der Blind Let's Play gefallen. Allerdings muss ich auch sagen, das ist nur der letzte Blind Let's Play, den ich werde so machen. Weil in Zukunft meine ich darum so, ich bin so wie dich auf der Und das Switch auch Spieler durch, aber wenn ich merke, hey, das ist eine gute Version, das ist ein guter Moment, dann können dann hier spielen mit dem YouTube-Channel, geht echt ob Retro-Content lobewies oder eins du in zusammenschneidende Video mit vielen schönen Sachen. Also, die werden merken, der YouTube-Channel hat sich auch das Video mit dem Alpenmilch doch im September und noch sagt, dass er keine Let's Plays mehr möchte. Denn Erik geht auch die Richtung an, ich schließe mich da indirekt an, an dem sich kein offiziell Neu-Release Let's Play machen, auch just damit Klangspieler machen. Also, wir sehen halt zum Schluss noch ganz schön Bild mit dem DJ Octario. Du von dem auch ein Kill Screen, so, das muss man einfach sehen. Mit der Kollegen hier auch. Und wir kriegen dann halt einen Heldenanzug-Replik für mehr Spielerpartien. Jo. Und schon wir müssen wir noch kurz. Du mal, da können wir noch die letzte Waffe auflöffeln, das machen wir auch noch. Den Coupon kriegen wir auch noch ein Kill. Heldenwaffe wurde aus Aufgabe gehen. Leute, genug Dach für ein Modell an der Revierkämpfe zu entwickeln. Habt ihr bitte ein gutes Stück am Laden, also wir kriegen ja doch für nichts am Ikokulisplatz. Das freut mich, ich bin sehr froh, dass die für seine Arbeit stehen am Leisten. Und ich gebe euch so, wir gehen da ein bisschen gucken. Voilà. Dann gehen wir wirklich über den halben Sturm, aber das ist ein guter Schluss. Vom Blind Let's Play für Splatoon 2. Natürlich, die lassen wir schnitzen. Das ist kein Stress. Und dann machen wir 100%. Weiß nicht, von den Waffen aufleveln. Wir gehen die eine Waffe schon kaufen. Und dann gehen wir alles durchspielen. Und ich denke, zum Schluss zum Video. Okay, dann vielleicht sind alle umgehangen. Ich muss gucken, wie ich das mit der Produktion, wie gesagt, da machen. Es wird mich lange Zeit kosten, für da lohnt auch nicht mal um durchzuspielen. Aber ich meine, das werde ich schon fix mal nehmen, alles machen. So, die Modelle für Klaschke wahrscheinlich schon gesehen. Außer wir kommen eigentlich wirklich zu einem Part, wo ich eigentlich mein Let's Play machen. Part machen im Sinne von so etwas komplett Neues, innovatives Brüsch. So. Beginn heißt lo natürlich heute da gucken, nämlich die Waffe, die wir also auch spielt haben und die wir alle Level durchgespielt haben. Voilà. Er hat Gelegenheit, die Waffe sich anzugucken. Halten Waffe-Replik. Ja, der Rest brauchen wir nicht durchzulesen, also wir das nämlich. Gut, das Tisch mir kaufen, da ja, wir können noch lo eben am Story-Mode da umgehen. Das fand ich gut. Das heißt, das ist eben so ein Zusatzsache, wenn du alle Waffen willst, musst du zigmal den Ding jetzt durchspielen, damit kann ich wirklich kritisieren, ob das wirklich der Wert war. So, da gehen wir dann natürlich auch noch ein Kehr gucken. Wer misst hier lo? Na, was meine ich? Der merkt, den hört das Spiel auch fertig.
Also, geht nachher mit dem Dienst für den Arzt kommt das unmöglich, gell? Das einfach eine neue Steuerung hat mir noch selber gelippt, mir an der Zeit. So, mal gehen also gucken, was heute noch so läuft. Da werden Sie zu C vielleicht durchstehen? Fragezeichen. Voilà, mir noch ein Crashbull. Crashdachsbull. Hat schon immer lang da. Ah. Nummer 4, gut, dass ich dich gesehen. Hat heute schon auf mich gewartet. Durch mich sind Triechen aus den riesen Elektrowälzern da und der Juli auch und unserem Freund an Nikopolis. Hat weiß natürlich, du weißt natürlich kein, wen es war und der Wart. Also, soll man keine Dankbarkeit erwähnen. Das ist üblich, kann ein guter Mensch in der Welt sein und kriegen auch keine Reconnaissance dabei. Wie ist es so schön, undank aus dem Meer sei Lohn, so ergeht den Helden. Jo. So war es das eben. Was? Hieß das nicht? Echt? Lo, am ehesten nicht. Schmeckt noch nicht. Ach. Ist auch egal. Das ist mir übrigens gelungen, für DJ Aquaria an der Schneekugel anzusperren. An der Puzzle gut oben ab. Also genau das MG Demos. Natürlich nicht nur besser und gut. An dem Weg da war der Octario kriegt auch ein bisschen im Alter Anrefer, wie das gesagt. Geht ein bisschen anheizen, bis der Bob im Triggers, respektive den Anfeuer von Aquaramine, ein bisschen nach dem Titelwunsch gibt, aufrechterhalten. Und Flimone, Hunger. Also, tut den Hunger. Castle Bejogi ist wahrscheinlich. Hihi. Ah, das ist dankbar beeindruckt. Das sieht man, merci. Und schauen wir, was das hier ist. Ach, die hat ihm das hier geführt, abzustellen. Can't stay fresh, also das sind Credits. Yes, das sind Credits, ist wahrscheinlich, ne? Credits ansehen. Weil natürlich, Demons fährt einen Block. Das Platoon-Inventar hat sich auch an los, den Klangteil eben anzugrennen. Ja, Kusch drauf, wie geil. Ja, nun kommt schon ein drauf hin, dann machen wir die Parts zum Schluss. Also, Melodie 3, gut, an dem oder. Können wir die Haie auch aufleveln, abrüsten. Und da gesehen hat, mir alles gepackt, Stufe erhöht. Fischeier tauschen. What? Ah, ich kann sie zurücksetzen. Oh mein Gott. Ich meine, das nicht das Schluss neu, also Maximum. Mich mengen, wem ich am besten Let's Play, halt ihnen ab. An dem sie sich aufs Kuschel an. Wir genießen die hier Aussicht mit dem Scheiß-Bam, der war alles zerstört. Aber gucken einfach da an. Wir gucken da. Wir gucken die Mauer an. Ist so nicht auf diesem Platz ein größer Merci, der in einer halben Stunde nur gelauscht hat. Ich hoffe, es hat euch gefallen. An. Es gibt noch Let's Plays gemacht, aber nur keine mit rezenten Spielern. Wie gesagt, seid gespannt. Mit Marika geht doch Führung an Schmengen. Das ist Logo. Merci für eure Geduld. Für lo, während 3-4 Meter Timer nur zu gucken. Es war für mich auch eine große Challenge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und bis bei einem späten Projekt oder bis ein Kills Platoon 2 wirklich eine Bombe explodiert. Das ist mit einem neuen Update. Alle, bis nächstes Mal. Ciao, ciao. Macht gut. Bis dann. Et voilà, da wären wir nächstes. Und wenn du wärst, die läuft ja doch, die passt gar nicht ab, weil sie ist nicht waffen, auch kein Zing. Das ist die ganze Let's Play, und ich ist verschossen. Also, ein Kartellenwaffen-Replik, ein Kartellenwaffen-Roller-Replik, Helden-Pinsel-Replik, Helden-Swapper-Replik, Helden-Doppler-Replik, den Blaster, das Blättling. An der Pluviat, also gesehen, dass alle gut in den Steck. Da muss das Spiel ob 1000% gemischt hat. Und der Krillo zum Schluss nachher das Screen gewesen. Wo man das die Handy-App auch sieht. Wie gesagt, merci, dass ihr dabei wart. Und DG, ich kann scheinbar nicht bis 9 respektive 10 zählen. Ei, 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 ei. Immer da doch mal gesehen.